wir die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe von der ganz Marokko spricht. Die kleine süße Biene mit der Tüdelgardine vor dem Babydoll-Gesicht. Zuleika, Zuleika, heißt die kleine Maus, heißt die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe und genau so sieht sie aus. Da staunt der vordere Orient, da staunt der hintere Orient, da staunt ein jeder, der sie kennt. Und mancher Wüstensohn hat sie schon als Vater Morgana gesehen. Mir aber war im Moment noch nicht klar, was da geschieht, denn diese Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe rückte näher peu à peu. Dann hob die süße Biene ihre Tüdelgardine vor mir plötzlich in die Höhe. Elfriede, Elfriede, rief ich durch den Saal. Denn die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe kannte ich aus wo? Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 21:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. Prost! Souvenirs, Souvenirs. Kauft ihr, Leute, kauft sie ein! Denn sie sollen wieder Salz in der Lebenssuppe sein. Von der Gitarre eine Seite, die Elvis schlug, und den Verschluss der Bluse, die die Lolo trug, Charlie Chaplin's Schuh und Picasso's Cap. Von der Gabo eine Brille und von der Monroe einen Schwamm. Von Louis das weiße Tuch, das die Trompete, und von Eddie die Pistole, mit der er Gangsterfeld. Als Souvenirs, Souvenirs einer großen Zeit sind die bunten Träume unserer Einsamkeit. Sie lassen alle mal was liegen, die Großen dieser Welt. Und das sind die Souvenirs, die man überall erhält. Große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Dänen, Deutsche, Schweizer und auch Schweden, die dann ein Leben lang von dieser Reise reden. Pigalle, Pigalle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris.